Wenn ihr noch nicht verliebt seid, dann ist es immer sicher. Aber er steht auch wieder alleine da vorne.
Thank you.
Liebes Königspaar, liebe Schützenbrüder, liebe Russland, liebe Gäste. 358 Tage ohne Schützenfest. Eine grauenvolle Zeit sind nun beendet. Es ist wieder soweit, Schützenfest in Ussel. Ich darf Sie alle hier auf das Herzlichste zum diesjährigen Schützenfest heute Abend zum Auftakt mit unserer Blasmusikparty mit Stimmung und Schwung für Alt und Jung begrüßen. Mein ganz besonderer Gruß gilt unserem Schützenkönigspaar Sonja und Karl Friedrich Sauer mit ihrem Hofstaat. Ich begrüße den Schützenkaiser und Ortsvorsteher Friedrich Wilke, alle ehemaligen Kaiser und Schützenkönige. Herzlich willkommen heute Abend. Den neuen Burschenkönig Chris Pohlmann und die Jungs von Burschenclub. Wir grüßen natürlich auch alle ehemaligen Burschenkönige und den Burschenclub schon an dieser Stelle herzlichen Dank für das Bringen und auch das Wegbringen der Tänzchen und das Aufbauen der Strohfiguren in der Ortsmitte. Vielen Dank dafür. Ich grüße von der politischen Gemeinde ganz herzlich unseren Bürgermeister der Gemeinde Willingen-Obland, Thomas Rafter und Frau Dagmar. Ich grüße die anwesenden Mitglieder des Gemeindevorstands sowie des Gemeindeparlaments und des Ortsbeirates. Ich grüße auch das Herzlichste den Musikverein Rena unter Leitung von Jürgen Klingelhöfer und dem Vorsitzenden Frank Oschmann. Rena ist seit über 40 Jahren jedes Jahr beim Schützenfest dabei. Im Wesentlichen natürlich als Kapelle im Festzug, aber jetzt und damit heute beginnend zum vierten Mal auch als Festkapelle. 1985, 1996 und 2004 wart ihr bereits unsere Festmusik. Wir können uns immer auf euch verlassen und ich denke, kann mich durchaus darauf verlassen, dass das auch dieses Mal wieder ganz hervorragend klappt und dass wir heute hier einen stimmungsvollen Auftakt erleben werden. Herzlich willkommen auch der Innerordnung. Herzlich willkommen auf den Abordnungen der anderen Bruckländer befreundeten Schützenvereine sowie der Schützenglaskapelle Willingen. Da habe ich sie gesehen. Ich begrüße ganz herzlich das neue Böhminghäuser Schützenkönigspaar Mario und Ines Hoff mit Hofstaat und vielen Anhang dort drüben aus Böhminghäuser. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich darf jetzt gleich eine schöne Ehrung vornehmen. Vor 25 Jahren von Karl Volker und Margot Sauer, unser Königspaar. Vor 50 Jahren waren es Marianne und Hermann Vogel. Ich darf nun Karl Volker, Margot und Marianne, Hermann ist leider schon verstorben, mal zu mir nach vorne bitten, damit ich Ihnen die Ehrenrosen überreichen kann. Liebe Marianne, zum 50-jährigen Willen in den herzlichen Glückwunsch. Und Marlon, dir als Königin vor 25 Jahren herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch an Verfolger, der noch ein wenig am Schul bleiben muss wegen der Gesundheit. Ja, der Karl Volker kriegt von mir nachher ein Bier. Am
morgendlichen Sonntag wird so ungefähr um 8:30 die erste große Tanzrunde allen ehemaligen Uster Königspaaren gebühren. Da sind natürlich unsere Jubelpaare auch wieder herzlich dazu eingeladen. Das ist sicher immer wieder ein Highlight unseres ersten Tanzabends. Ich darf die anwesenden ehemaligen Schützenköniginnen darauf hinweisen, dass am 17. September eine Kutschfahrt aller ehemaligen Königinnen stattfindet. Wer sich dazu noch nicht angemeldet hat, kann das gerne bei einem unserer Vorstandsdamen hier vorne am Tisch im Laufe des Abends oder des Wochenendes tun. Herzlich willkommen auch unserer Fahrerin Gisela Grundmann und ihr Mann. Gisela, herzlichen Dank für die sehr schöne Gestaltung des Festgottesdienstes und der Ansprache am Ehemal. Und gib bitte auch einen herzlichen Dank weiter an die katholische Gemeindereferentin Frau Schreiber, die sich heute Abend entschuldigen lässt. Ein weiteres Dankeschön geht in diesem Zusammenhang auch an die Posaunenchor unter Leitung von Georg Niederweg sowie Sonja Schulze für das Orgelspiel in der Kirche. Herzlichen Dank auch dem Männer Gesangverein unter Leitung von Xenia Kautz für die Mitgestaltung des Ehemal. Ich möchte an dieser Stelle allen Usterern, die krankheits- oder altersbedingt nicht am diesjährigen Fest teilnehmen können, gute Besserung wünschen. Ich darf die Gelegenheit nutzen, mich auch schon mal bei allen Helfern zu bedanken, die in den vergangenen Tagen und Wochen dazu beigetragen haben, dass auch das diesjährige Schützenfest ein Erfolg wird. An erster Stelle herzlichen Dank an meine Vorstandskollegen und insbesondere die Vorstandsfrauen. Danke euch. Bei meiner Frau Katrins Familie und bei meiner Familie für die Ausrichtung und Hilfe beim Städtchen heute Nachmittag. Herzlichen Dank auch an die Freiwillige Feuerwehr für die Absperrung am Montag beim Vogelschießen sowie die Mitgestaltung am Ehrenmal. Herzlichen Dank auch, Herr Bürgermeister, an die Gemeinde Berlin-Uppland, die uns immer kräftig unterstützt, zum Beispiel noch in dieser Woche, als wir ganz kurzfristig das Bild vor dem Ehrenmal noch neu gestalten lassen haben. Ein großes Dankeschön geht auch an unser Königspaar. Sie haben uns bisher ausgezeichnet überall repräsentiert. Zudem haben Sie einen wunderbaren Erinnerungsrennstein zum 50. Schadezug am Streit spendiert. Vielen Dank nochmal von dieser Stelle dafür. Herzlichen Dank auch an Andi Stremmel, der in dieser Woche ebenso kurzfristig von uns gebeten wurde, noch einige Ausbesserungsarbeiten mit Pinsel und Farbe hier vorzunehmen. Andi, vielen, vielen Dank dafür. Du hast einige Nachtschichten einlegen müssen, weil es waren doch mehr Macken, als wir erst gedacht hatten. Dankeschön. Ein Dank geht auch an unsere Handwerker im Vorstand, die die Würstchenbudenkrise durch einen kleinen Anbau behoben haben. Bereits seit dem Frühjahr ist unsere neue LED-Beleuchtung, man sieht das hier so schön im Moment grün leuchten, hier in der Halle installiert. Auch da nochmal ein herzlicher Dank an alle freiwilligen Helfer und auch an die Gemeinde, die uns da bei der Anschaffung finanziell unterstützt hat. Je dunkler es wird, umso mehr wird das Licht im Laufe des Abends noch zur Geltung kommen. Ich danke den Powerhäusern für das Wickeln der Ehrenpforte, dem Burschenclub nochmal für die Tintchen. Und ein herzlicher Dank geht an Nicole Schmitz für das Wickeln dieses wunderschönen Kranzes über unseren Köpfen. Dankeschön auch an unsere Soldaten René Lopion, Dennis Göbel und Christian Gehardt für das Tragen des Kranzes und die Kranzniederlegung. Ich fand, es war eine sehr gelungene Aktion, wie wir das heute neu gestaltet haben. Ich danke unserem Wimpelkettenkomitee unter Leitung von Professor Dr. Frank. Herzlichen Dank für das Anwenden der Wimpelketten vor einigen Tagen und auch das Abnehmen natürlich. Herzlichen Dank auch an alle Gewerbetreibenden aus Usseln, aus dem Upland und aus dem Umkreis, die durch Schaltung von Inseraten in der heimischen Presse für eine sehr gute Vorberichterstattung gesorgt haben. Die Inserate dienen zwar nicht direkt unserem Verein, durch die dadurch ermöglichten drei Sonderseiten profitieren wir aber indirekt sehr stark. Ein Dank geht natürlich auch an die Mitarbeiter der Bayerischen Landeszeitung, allen voran Frau Schiefler.
Frau Schiefner geht Ende des Sommers in den wohlverdienten Ruhestand. Sie wird dann zu ihrem Sohn nach Hamburg ziehen. Ein bisschen traurig sind wir da schon. Die Ostler Vereine haben daher zusammengeschmissen und einen dicken Gutschein hier in der Pizzerie besorgt, damit sie noch lange Grund haben, immer wieder mal nach Ostern zu kommen, sich hier in der Pizza zu stärken und mitzubekommen, was es Neues gibt. Ich darf Sie mal hier nach vorne bitten und ich darf mal die Vorsitzenden vom Sportverein, Skiclub, Männergesangverein, Posaunenchor, Burschenclub, Touristikservice und Feuerwehr hier zu mir nach vorne bitten. Dann können wir ein hübsches Erinnerungsfoto mit Frau Schiefner in der Mitte machen. Das muss ja nicht in die Zeitung, das liegt ja an Ihnen. Und ein wenig Blumenstrauß gibt es natürlich auch. Das passt, ja? Von Jeanette und Rico Engelmann und ihrem Team. Herzlich willkommen euch und vielen Dank für eure Arbeitsleistung. Ich hoffe, ihr kommt gut klar mit uns allen hier. Da werden wir uns alle Mühe geben. Im Restaurant und in der Kaffeebar gibt es viele leckere Speisen und nachmittags auch Kaffee und Kuchen. Liebe Besucher, profitieren Sie auch davon. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Änderungen, die wir im letzten Jahr unter dem Motto Schützenfest 2.0 gemacht haben, waren durchweg alle gelungen. Und so haben wir sie natürlich beibehalten. Es gibt Bier in 0,3 Liter Krügen hier in der Halle am Tisch. Bierflaschen gibt es nicht, höchstens kistenweise. Die Club Lounge 2.0 eröffnet gegen 21 Uhr die Pforten. Ich denke, da können auch die Älteren und Jüngeren bei cooler Musik im Laufe der Nacht noch ein bisschen chillen, oder wie das heute heißt. Der Festplatz wird wieder durch einen sehr schönen großen Verkaufswagen bereichert. Vielen Dank sogar an die Firma Hans-Otto-Jäger und die Brauerei Feltins. Neu in diesem Jahr ist ein kostenloser Bus, der morgen früh um 9.30 Uhr in Willingen startet und vor Schwanefeld und Brandler Interessierte zu unserem Frühkonzert bringt. Also ein kostenloser Bus am Sonntagmorgen von Willingen, Schwanefeld und Brandler hierher. Zurück gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, um 12 Uhr fährt er am Bus zurück. Man kann allerdings auch länger bleiben und sich den Festzug dann ansehen. Und noch etwas, was ist neu in diesem Jahr? Der Verein unterstützt die Anschaffung eines neuen Anzuges jetzt mit 75 Euro. Wer also einen neuen Anzug benötigt, meldet sich bei Ute Schlenger in der Ortsmitte in ihrem Laden. Jetzt darf ich bitte einmal die Hauptmänner, Holger Vogel, Carsten Engelbach und Markus Schmitz, zu mir nach vorne bitten. Thank you.
die drei Hauptleute. Sie werden sagen, halt, da fehlt doch noch einer. Das ist fast richtig, aber auch nicht ganz richtig. Das ist der Willi Schulze. Der Willi Schulze ist aber kein Hauptmann, sondern der Willi ist Major. Mein lieber Willi, jetzt kommt bitte auch mal nach vorne. Heute steht nämlich eine Beförderung ins Haus. Ja, wenn man Personen mit der Schutzgesellschaft Brüssel verbindet, dann fällt einem sicher unter den ersten drei der Name Willi Schulze ein. Das ist, solange ich Willi kenne, schon immer so gewesen und das wird sicherlich noch lange so bleiben. Der Willi ist unser führender Hauptmann, auch der Dienstälteste natürlich. Und wir haben beschlossen, ihn aus dem Rang des Majors zu entbinden und ihn ab sofort zum Oberst zu ernennen. Ich darf mal die Hauptleute bitten. Die Schützengesellschaft 1877 Brüssel e.V. ernennt Major Willi Schulze in Anerkennung seiner großen Verdienste um das Offizierskorps der Schützengesellschaft Brüssel mit Wirkung zum 23.07.2016 zum Oberst. Unterschriften in Brüssel im Juni 2016. Herzlichen Glückwunsch, Willi. Ich darf nun alle Russler, unsere Freunde und Gäste aufrufen, drei Tage lang zusammen zu feiern, sich aber auch zu unterhalten. Gerade hier beim Schützenfest hat man drei Tage Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen, sich zu unterhalten und zu feiern, aber auch neue Freundschaften und Bekanntschaften herzustellen. In Zeiten, wo soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter scheinbar die Welt bestimmen, können wir hier zeigen, dass unser soziales Netzwerk Schützenfest und Dorfgemeinschaft heißt. Nehmt an den Veranstaltungen, zum Beispiel morgen früh um 10 Uhr am Frühkonzert teil. Zieht euch den Schützenanzug an und unterstützt die Festzüge. Geht zu den Tanzveranstaltungen am Sonntag und am Montag. Der Vorstand hat alles eingerichtet, damit auch am Montagmorgen wieder jeder Russler Schützenbruder, wenn er denn eine Königin oder einen Hofstaat hat, auf den Vogel schießen kann. Denn das Königspaar ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt unseres Schützenfestes. Manchmal kann man das auch ganz kurzfristig ohne große Vorplanung erledigen. Wenn alle Russler auch nur etwas mithelfen, dann werden wir nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in Zukunft wieder prächtige und fröhliche Schützenfeste hier in unserer über 100 Jahre alten Schützenhalle feiern. Übrigens würde ich mich auch sehr freuen, wenn am Dienstag um 18 Uhr fleißige Helfer zum Aufräumen kommen würden. Ich wünsche uns allen drei wunderschöne, fröhliche und friedliche Schützenfesttage. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen zu begrüßen, ansonsten möge man es mir nachsehen. Viel Spaß, Stimmung und Unterhaltung mit dem Musikverein Reda. Die Moderation wird wechselweise von den Musikern selbst übernommen. Besonders stolz dürfen Russler sein, denn im Musikverein wirken drei Russler Jungs mit Luis Behle, Lukas und Jan Schulze. Sie sind mittlerweile fester Bestandteil im Renater Trompetenregister und haben, glaube ich, viel Spaß am Musizieren, obwohl ich weiß, es fällt Ihnen natürlich nicht ganz so leicht, beim eigenen Schützenfest auf der Bühne zu sitzen, aber ich glaube, ihr habt noch genug Gelegenheit, um den Abend ein bisschen mitzufeiern.
Nach dem nun folgenden Stück der Kapelle wird dann auch gleich die Ansprache der Schützenkönigshalle erfolgen. Und nun, wie es Gustav Born beim Heiligenjubiläum gesagt hat, feiert froh und seid gemütlich, wie es uns ist in Russland üblich. Horido! Herzlichste zu unserem diesjährigen Schützenfest willkommen heißen und ich freue mich, dass so viele bekannte und befreundete, liebe Menschen hier sind, um mit uns zusammen unser Schützen- und Heimatfest zu feiern. Ich stehe hier oben mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Zum einen freue ich mich, dass wir nach 6 schönen Schützenfesten und viel Spaß mit den anderen Königspaaren, da will ich gar nicht näher darauf eingehen, endlich unser eigenes Schützenfest feiern können. Ich bin aber auch traurig, dass am Montag unsere Amtszeit als Schützenkönigspaar endet. Für uns ist es die höchste Ehre, in unserem Heimatort Schützenkönigspaar sein zu dürfen. Wir hatten eine tolle Zeit
die hoffentlich mit einem unvergesslichen Fest zu Ende geht. Das funktioniert aber auch nur, wenn man so eine unglaubliche Unterstützung erfährt. Wir möchten uns hierfür ganz herzlich beim Vorstand, bei unserem Hofstaat, bei unserer Familie und bei allen, die irgendeinen Beitrag hierzu geleistet haben, bedanken. Drei Dinge müssen wir aber hier ganz besonders erwähnen. Wir bedanken uns bei Carina, die mitten in ihren eigenen Hochzeitsvorbereitungen stets die allerbesten Sträuße gebunden hat. Zum Applaus. Wir bedanken uns mit einem Dankgutschein bei Andi und Ilka, die so eine wahnsinnig weite Anreise auf sich genommen haben und stets mit dabei waren. Das ist unglaublich. Aber damit niemand traurig ist, bekommen die restlichen Hofstaatler ihren Dankgutschein für den Bereich hinter mir. Und ein wirklich ganz großer Dank geht noch an unsere Anita, unsere Hofstaatsmanagerin. Die für uns ganz viele wichtige Dinge geregelt hat. Sie hat unsere Kinder betreut und war immer zur Stelle, wenn es etwas zu tun gab. Zum Schluss meiner Rede aber zur allerwichtigsten Person überhaupt. Meiner lieben Frau Sonja, unserer Königin. Du hast ja mal gesagt, dass du eigentlich nur nach Russland gezogen bist, weil es so Aldi gibt. Du machst am Ende des Jahres zu. Das hat mir ganz schön Angst gemacht. Aber Gott sei Dank gibt es in Hartland kein Schützenfest, ne? Bleib ich doch, ne? Da bin ich auch ganz schön froh. Ja, was wäre ein Schützenkönig ohne so eine Königin, die völlig rastlos unterwegs ist, managt und organisiert und einfach immer da ist. Und genau dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Ussi hat dich noch zwei Tage als Königin, aber meine Königin bleibst du vor mir. Und ich weiß ganz genau, dass uns von irgendjemand zuruft, feiert froh und seid gemütlich, wie es ist in Russland möglich. Auf ein schönes Schützenfest. Thank you.
Dank für die nette Einladung. Es ist uns eine große Freude, Sie heute Abend ein wenig unterhalten zu dürfen. Wie es sich gehört, haben wir Ihnen natürlich auch alles Mögliche mitgebracht. Als erstes haben wir für euch das Kapellen- und Publikumsunterstützungsteam, kurz die Kauplis, mitgebracht. Bitte einen kleinen Marsch und dann begrüßen wir die Kauplis! Hey! Ja, sie werden euch animieren, unterhalten, beschildern, mit Schnaps versorgen, wenn die Kapelle euch einbläst. Wenn ihr das Bedürfnis verspürt, zu tanzen, zu singen oder zu klatschen, zu schunkeln oder zu leuchten, zu rudern oder zu headbangen oder ein Bier zu trinken, dann tut dies einfach. Wir von Musikverein Rena wünschen euch nun einen schönen Abend. Ich bitte nun erstmal Ralf Heider nach vorne, weil wir haben ja auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ja, so eine kleine Erinnerung, dass wir bei euch Musik machen durften. Die gibt es im Vorfeld und ich weiß nicht, ob wir uns heute nochmal sehen. Ja, vielen Dank, Ralf. Ich habe erst gedacht, ein Frühstücksbrettchen, nein, das ist ein Bild von der Kapelle. Vielen Dank. Zello neu drauf, das kommt natürlich in die Ahnengalerie, in die Sektbahn, dafür ist es sicher gedacht. Vielen Dank dafür und ich glaube, wir sehen uns dann doch heute Abend noch. Das eine oder andere Mal vielleicht. So, jetzt geht es los. Ihr dürft jetzt das Volk beglücken und wir machen ein bisschen Musik. Vielen Dank. Thank you.
So. Ach du lieber Schatz. Der Sosa-Akt ist noch lange nicht fertig. Ja, auch ein freundliches Hallo hier oben von der Bühne. Schützenfest in Usseln, da spielen wir natürlich total gern. Und wie das natürlich zu erwarten war, sind wir nicht ganz unvorbereitet gekommen. Also abgesehen davon, dass wir ein bisschen Musik mitgebracht haben, haben wir natürlich auch was zum Mitmachen mitgebracht. Und was der Kollege Fiete da hinten eben schon mal zelebriert hat, nämlich das mit der Glocke. Ja, Fiete, steh mal auf. Ne? Guck mal hier. Also immer dann, wenn diese Glocke ertönt, haben wir ein Stück vorbereitet und da brauchen wir ein bisschen eure Unterstützung. Unter anderem von den Burschen, die machen das schon hervorragend. Also nehmt euch an dem Beispiel, ist super. Genau. So, und der Oschi und die Lara und wer auch immer, genau. Die halten euch gerade mal den Text hin. Kommt ihr ein bisschen nach vorne, hier so mehr in die Mitte, genau, dann sieht man das besser. Das ist super. Ja? Hier so mittig stehen bleiben und aufpassen, dass ihr. Jetzt haltet das genau hinter die Leute, da sehen wir nichts. Bisschen höher geht das. Ja, wunderbar. Erkennt ihr das? Nein? Ja, also ihr müsst, genau, während wir das spielen, müsst ihr immer so ein bisschen von links nach rechts wandern, wie in der Reklame quasi. Ne? So. Ja? Wir spielen euch das jetzt erstmal einmal vor, damit ihr mal das Stück gehört habt. Die ein oder anderen, oder der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen. Ja, und dann danach versuchen wir das mal zusammen zu machen, aber dazu kommen wir später. Erstmal einmal zum Zuhören.